Willkommen zu F24 Audi Karriere. Wir sind hier bereits in Monaco und das könnte heute tatsächlich endlich Punkte geben. Ich freue mich mega. Monaco ist wirklich immer für eine Überraschung offen. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gern ein Däumchen oben da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Ich werde wie immer mein Bestes geben. 23 Grad, sehr kühl, muss man sagen. Aber wir sind doch hier erst Ende Mai. Jetzt geht's hier mal los. Wir gucken uns mal diese geschichtsträchtige Strecke an. 3,3 Kilometer, 19 Kurven und 27 Runden. Ja, eine DRS-Zone, doch überholen wissen wir hier, ist sehr, sehr schwierig. Was bedeutet, das, was jetzt folgt, ist bestimmt einer der wichtigsten Parts im heutigen Rennen. Wir springen also direkt rein in meinen finalen Qualifying Run, der mein erster Qualifying Run war, denn ich konnte mich tatsächlich beim zweiten nicht mehr stark verbessern. Hier geht es direkt in Turn 1 und Halleluja, da war es richtig eng mit Alexander Albon Richtung Turn 1. Da hätten wir beinahe eine Kollision verursacht. Hier geht es runter am Casino vorbei, früh genug einlenken, einmal kurz lupfen, runter durch. Ja, ich fahre mit Traktionskontrolle, Mittel, Selbstschalten, Selbstbremsen und natürlich auch KI-Stufe 97. Jetzt geht es runter hier in diese Engstelle. Gut gemeistert, würde ich fast sagen. Dann hier rechts ein bisschen über dem Wüst drüber auf den zweiten Gang hochschalten, draufbleiben, ab in den Tunnel. Da gab es tatsächlich schon einmal den ein oder anderen krassen Unfall. Hier jetzt Vollgas am Tunnel raus und nur nicht zu früh den Anker hier werfen. Anker werfen, ihr wisst, was ich meine. In der Hafenschikane. Jetzt geht es hier Richtung Tabak. Einmal kurz vom Gas runter, voll hier alles Full Speed, bevor man hier beim Schwimmbad kurz mal bremst, innen den Körper hardcore schneiden und ab in die Raskasse rein. Doppelrechtskurve, einmal gemeistert, leicht an Ditch an die Mauer und das zweite Mal ist viel wichtiger. Der Exit sehr, sehr gut, Leute. Wo bleibt die Uhr stehen? Und vor allem, wo werden wir starten? Das ist 1:10.740 und wir sind eine halbe Sekunde langsam. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Gasly, Ricciardo, Oscar Piastri, Verstappen, Tsunoda, Leclerc, Hamilton, der Professor, Albon, Sainz, Stroll, Hülkenberg, Sargent, Magnussen, Joe, Ocon, Bottas, Fernando Alonso, ein Wagen des neuen Teams und Sergio Perez vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit zur Strecke. Was für ein tolles Ergebnis, Chano, auch nicht letzter, aber auch nur, weil Sergio Perez eine Strafe kassiert hat. Wir haben hier einen sehr dunklen Starting Grid und ich freue mich extrem, Leute, dass es wir in die Top 10 geschafft haben. Ich hoffe auch, dass es im Rennen dann möglich ist, von dort aus vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne zu gehen. Von weiß auf gelb oder von gelb auf weiß, das ist eine interessante Strategie. Niemand wird den Routen anfassen. 27 Runden, F1-24, Monaco, lights out und let's go, Leute. Wir kommen besser weg als Charles Leclerc und da sticht rechts schon mal jemand voll psychopathisch rein. Das war Alex Albon. Richtung Turn 1 können wir uns jetzt hier neben Lewis Hamilton setzen und übernehmen vorerst mal den 8. Platz. Beide Racing Bulls jetzt vor mir. Was hat das zu bedeuten? Nein, halten wir nicht rein. Das wäre unmenschlich. Hier gucken wir uns noch einmal die Start-Replay und vor allem auch, was hier mit Alex Albon los war. Also habe ich hier tatsächlich eine Kollision verursacht oder war das dann eher, weil es zu eng war? Hier sieht man hier ganz, ganz schwierig, aber for real, ich kann tatsächlich sagen, ich habe ihn nicht kommen sehen und er war da wirklich sehr spät drauf. Ähnlich wie der Perez Crash in diesem Jahr, muss man das echt auch zugeben, wenn das schwer einsichtig ist. Und wir gucken jetzt hier mal rein. Jetzt ganz nah an Yuki Tsunoda dran. Ich werfe hier ganz, ganz spät den Anker, aber es gibt eine ganz leichte Berührung, was mich hier wirklich ganz eng... Alter, guckt euch das mal an, wie eng es hier ist, runter dem Berg. Und diesmal hält aber Yuki Tsunoda rein. Das war auch nicht die feine Englische. Und da kann ich mich vorerst mal behaupten, es ist der 7. Platz. Und das wären, Leute, 6 Punkte, wenn kein Unfall passiert, wenn kein Safety Car passiert. Und vor allem, was vermutlich der größte Faktor ist, wenn kein Fail-Boxenstop passiert. Hier mal ganz hardcore die Kurve geschnitten, nichts dafür kassiert. Da musst du echt sagen, ich biege mir einen Audi-Pickel drauf auf mein Auto. Falls ihr euch wundert, warum das Auto vielleicht ein bisschen anders aussieht, ja, tatsächlich wurde mit dem letzten Patch auch mein Audi-Design komplett zurückgestellt.
Ich hatte keine Aufnahmen mehr von den Einstellungen, deswegen muss ich hier ein bisschen improvisieren. Wir sind in der vierten Runde und da habe ich ein bisschen den Scheitel verpasst. Und das bringt mich ja so ein bisschen in Schlagdistanz zu Yuki Tsunoda. Das sehr Gute in meiner Sicht hier ist wirklich, ich bin auf einem sehr geilen 7. Platz. Und wenn der Boxenstopp oder die Strategie oder auch mein Overtaking-Künste hier reichen, könnten wir sogar auf den 6. Platz schwitzen. Aber das ist natürlich noch weit davon entfernt, denn das Rennen kann wirklich ewig dauern. Wenn du hier einen Fehler baust, kann das wirklich auch schnell vorbei sein. Wir sind jetzt mittlerweile in der 5. Runde und es hat sich so ein bisschen eingefahren, ja. Du kommst zwar immer wieder ein bisschen näher an den Vordermann dran, verlierst aber auch in manchen Ecken, verlierst du wieder ein bisschen was, gewinnst aber auch wieder in anderen Ecken, wo du ein bisschen schneller bist als dein Vordermann. Aber auch das Rutschen der Reifen ist natürlich ein Riesenthema. Natürlich hat Monaco kaum Reifenverschleiß, aber auch durch das Hinterherfahren, durch ein bisschen zu früh aufs Gas gehen, du verlierst halt ein bisschen an Grip und vor allem auch natürlich Temperatur ist auch ein Riesenthema, gerade hier auf dieser Strecke. Es ist mega, mega anstrengend, du musst dich wirklich zusammenreißen. Wir blicken jetzt hier mal auf dieses Overtake gegen Yuki Tsunoda und ich muss sagen, der Move an sich ist eigentlich Yuki-like, aber, ja, ich weiß auch nicht, warum der das so reingeht. Also der hätte Rügen ein bisschen weiter hinten bleiben können. Das ist natürlich klar, wenn die Kurve immer enger wird, dass man sich irgendwann trifft. Also ich gebe da keinen von beiden die Schuld. Wir sind in der 6. Runde und Yuki Tsunoda, der drückt allmählich an. 1,1 Sekunden bin ich jetzt abgeschlagen, würde ich mal fast behaupten, von Ricardo. Ich meine, ich versuche zwar immer wieder dran zu bleiben, näher dran zu kommen, aber es ist halt mega schwierig, gerade hier in Monaco. Du bremst vielleicht einen Ticken zu spät und schon ist der Frontflügel weg. Das will ich natürlich auch nicht. Hier spät runterbremsen. Die Kurve schneide ich eh schon immer perfekt. In der 7. Runde schaut es allerdings ein bisschen anders aus. Da hat sich das Blatt ein bisschen gewendet. Zu meinen Gunsten. Wir sind nur... Nein, da berühre ich innen die Mauer. Glücklicherweise nur der Reifen und nicht der Frontflügel. Aber das sind halt wichtige 3 Zehntel, die ich hier verloren habe. Aus dem Tunnel raus sind wir nun wieder 9 Zehntel vorne. Und wie keine Verwarnung. Wie gab es dafür keine Verwarnung? Liebes EA-Team, ihr müsst mir das unbedingt erklären. Denn das war tatsächlich hardcore gecuttet. Dafür gibt es auch einen grünen Mittelsektor. Halleluja! Aus der letzten Kurve raus und jetzt schaut es wieder ein bisschen besser aus. 5 Zehntel, nicht mal mehr ganz. Und wir hatten auch eine persönliche Bestzeit von 1:13.3. Ja, ich dachte mir echt, Monaco ist schwieriger. Also generell im Qualifying richtig eine gute Zeit rausgehauen. Ich meine, eine 10.4.7, glaube ich, war 10.7.4, irgend sowas, egal. Ja, ich muss echt sagen, war ich mit dem Williams nicht mal so schnell. Und da waren wir auch noch mit der Schwierigkeit ein bisschen weiter unten. Also das macht echt mehr Spaß, wenn du eine KI hast, die dich dann echt mehr fordert. 10. Runde mittlerweile, es hat sich noch immer noch keiner in die Box gewagt, weder die Jungs mit dem gelben Reifen, noch natürlich die Jungs mit dem weißen Reifen, also geht auch keiner mal auf die Zwei-Stopp-Strategie, das ist mal, würde ich mal sagen, klar jetzt, aber ich sehe immer noch Visa, es ist tatsächlich ein Wahnsinn, dieses Visa Cash App, ja, Heckteil, das wird mich heute im Traum verfolgen, es ist tatsächlich unheimlich mühsam, jede Runde aufs Neue, hier wieder ein paar Tausendstel zu finden und dann gehst du zu früh aufs Gas, willst zu viel und ja, verlierst dann fast das Auto. Aus der letzten Kurve raus ist es wirklich schon am spürbarsten, also wirklich, du merkst es da schon am meisten, dass die Reifen nicht mehr gerade die frischesten sind. Das ist die Szene, von der ich vorhin gesprochen habe, aber da war ich auch wirklich mit einem Reifen gerade noch so auf der Linie drauf, weil man sieht das schwer. Oh mein Gott, Leute, das ist so schwierig und wir rutschen hier rum. Und das war gerade mal Runde Nummer 6. Also das ist wirklich ein Umeinandergrutsche, aber auch natürlich ein schwieriges Zusammensein hier. In 8. Runde, das hatten wir vorhin erst gesehen, dieser Rutsche hier erneut in der Hafenschikane. Und dann hier ganz smooth vorbei, innen fett über den Körper drüber gesprungen. Und dann kommt da die Nein, war keine Berührung mit der Mauer. Ah, Raskas dann dafür. Ja, ich will jetzt nicht mehr viel dazu sagen.
Startziel, natürlich das DRS ist cool, bringt halt aber auch nichts. 14. Runde, mittlerweile sind schon einige an der Box gewesen. Max Verstappen ist noch draußen, weil der mit Weiß gestartet ist. Aber auch der ist nur 5 Sekunden weg, also das ist wirklich kaum eine Gap. Lando Norris allerdings, der von der Pole gestartet ist, ist nur noch 6,5 Sekunden hinter mir. Wir gehen an die Box, ich entscheide mich für einen Undercut gegen Daniel Ricciardo. Ich glaube, ich hätte es andersrum genauso gemacht. Wäre jetzt reingekommen, wäre ich draußen geblieben. Also das ist dieses klassische, mach genau das Gegenteil von deinem, von deinem Vordermann. Wir gehen an die Box und ich hoffe, dass es klappt, Leute. Nein. Was machst du, Idiot, hauptberuflich? Das kann es doch einfach nicht sein. Ich will nur einmal, dass die Box nicht verkackt. Und wir verlieren jetzt hier sogar gegen Guan Yu Zhou. Ja, auch Lewis Hamilton vorbei, Charles Leclerc. Ja, auch der zieht vorbei. Das ist natürlich ganz bitter. Und wieder einmal, was nicht mein fahrerisches Können, sondern wieder einmal war es diese verdammte Box. Ich habe das letzte Mal 1,2 Millionen reingesteckt, um die Box endlich ein besseres Equipment zu geben. Was machen die? Sie verscheißen es trotzdem wieder. Der rechte Vorderreif meldet, der wird rausgeschmissen, Leute. Ich weiß nicht, was der Prehop beruflich macht, aber es ist bestimmt keine Pit-Crew in der höchsten Motorsportklasse. Wirklich, das ist einfach nur noch haaresträubend, asozial und mühsam. 12. Platz aktuell, aber es waren noch nicht alle an der Box, zum Beispiel ein paar, die mit Weiß gestartet sind. Immer noch nicht. Ich glaube, auch Daniel Ricciardo fährt davor noch mit. Wir sind jetzt hier in der 16. Runde und es hat sich ein kleiner Stau rund um Guan Yu Zhou gebildet. Natürlich wäre mir das alles erspart geblieben, wenn ich nicht 2 Sekunden länger in der Box gestanden wäre. Ich rede nicht mal von einem 2,0er-Stop. Nein, mir hätte sogar ein 3-Sekunden-Stop gereicht, um mir das hier zu ersparen. Aber so war es nicht. Ich muss jetzt hier gegen einen 7-fachen Weltmeister und auch noch gegen Charles Leclerc hier dran. Also das ist wirklich, ja, einfach ärgerlich. Jetzt geht es hier in die Hafenschikane rein und ich versuche mal gegen Charles Leclerc ein bisschen Druck aufzubauen. Da wird es ganz kurz langsam und wir probieren es hier an Raskas außen. Und das hat funktioniert, weil Yuki Tsunoda quasi sein Auto um die letzten beiden Kurven getragen hat. Wir sehen hier auch Lewis Hamilton ganz, ganz nah. Und da vorne, das ist Daniel Ricciardo. Ich würde fast sagen, dass der Undercut geklappt hätte, wenn nicht Yuki eine Runde länger draußen geblieben wäre und vor allem, wenn ich nicht 2 Sekunden länger in der Box gestanden wäre. Also das ist ganz klar. Das ist wirklich ärgerlich. Ich hoffe, Ricciardo und Hamilton kämpfen so ein bisschen. Dann könnte ich mir den, ja, ursprünglichen 6. Platz zurück, ja, 7. Platz war es ja, den ursprünglichen 7. nächstes zurückholen. Hier kann ich nicht reinhalten. Nein, ich probiere es jetzt, aber das ist unmöglich. Da crasht du einfach in den Seitenkasten rein. Und das ist halt Monaco. Du siehst deinen Konkurrenten, kannst aber wirklich kaum irgendwas ausrichten, weil die KI hier einfach, oder generell, weil die Autos einfach zu breit sind für diesen sehr schmalen, ja, Gassenwege, keine Ahnung, wie ich sagen soll. Und jetzt bin ich natürlich voll mit, der Hals ist komplett voll. Also ich bin wirklich unfassbar abgefuckt. Wir gucken uns hier noch einmal dieses Overtake gegen Charles Leclerc an. Hier war ich gar nicht so gut dran, doch die sind so langsam. Ich konnte hier außen in Raskas einfach im Vorbeigehen Leclerc holen. Und das ist dann wirklich eine Riesenüberraschung, wenn du das kannst. Eine persönliche Beste gibt es auch, eine 1.12.8. Ich probiere hier wirklich alles rauszuquetschen, was nur möglich ist. Lewis Hamilton hat eine unfassbare Pace, auch wenn der den weißen Reifen drauf hat, ist das wirklich enorm, wie schnell der Mann hier fahren kann. Also da fehlen uns noch einiges. Wir jagen hier immer noch Charles Leclerc, Lewis Hamilton, der mittlerweile auch schon über 2 Sekunden hinter Daniel Ricciardo zurückgefallen ist. 22. Runde, sind noch 5 Runden zu gehen. Ja, ein bisschen abhängen konnte ich Leclerc jetzt immerhin, aber Lewis Hamilton ist auch auf und davon. Also ich bekomme zwar immer noch ab und zu das DRS, aber meine Reifen lassen allmählich nach. Ihr seht es auch hier, ich bin ganz, ganz unsicher beim Einlenken und gerade jetzt müsste ich eigentlich um mein Leben pushen können.
aber das macht halt wirklich wenig Spaß, wenn du herumrutschst. Hier guck dich das mal an. Ich fahre aus der letzten Kurve raus und habe 4 Pendler bekommen und eine halbe Sekunde verloren. Also die Reifen sind durch und das Ganze ist natürlich dem Hinterherfahren nicht unbedingt geschuldet, aber ja, einer interessanten Strategie, die vermutlich nicht ganz aufgegangen ist. 2 Sekunden ist Lewis Hamilton jetzt schon davon. Der ist jetzt wirklich voll im maximalen Push-Mode. Man sieht es auch, der Abstand zu Ricciardo bleibt quasi immer gleich. Also der gelbe Reifen ist jetzt einfach nicht mehr on point und der weiße, ja, denke ich mal, ist jetzt die bessere oder sind jetzt die besseren Reifen. Das heißt, wir müssen uns auch in Acht nehmen von Charles Leclerc. Also Lewis Hamilton, den können wir jetzt mal ziehen lassen, das wird eh nichts mehr. Und jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass da nicht Manöver kommt. Von Monegasten hier runter. 2,7 Sekunden ist er nur noch, ist er jetzt schon weg. Aber Charles Leclerc, der ist auch nur noch 4 Zehntel hinter mir. Leute, das wird noch einmal ganz, ganz eng. Ich muss schwitzen bis zum geht nicht mehr für meine 4 Punkte. Aber da... Wir gehen hier in Tabak rein, bis jetzt, Halleluja, jetzt ruht er nur mehr umeinander. Also for real, das ist wirklich nur noch eine Herumrutsche. Und das merkt bestimmt jetzt auch Charles Leclerc, der immer näher kommt. Wir gucken uns noch einmal hier diese 25er Runde Replay an. Und ja, hier seht ihr das. Ich beim Einlenken ist das Heck gekommen und dann nochmal und nochmal. Und ja, es war dann quasi unmöglich, hier das Ganze sauber noch zu erhalten. Aber da waren wir immerhin ganz, ganz schön an der Mauer dran und... nicht gerade, unsmooth hier vorbeigekommen. Aus der letzten Kurve raus, da mit einem leichten Rutsch. Und wir sind jetzt hier mittlerweile in der vorletzten Runde. Und Charles Leclerc ist sehr sichtbar in meinen Heckspiegeln. Leute, oh mein Gott, das ist so schwierig, dieses Auto hier aufrecht zu halten. Wir haben schon die beiden härteren Reifenmischungen genommen. Und trotzdem ist es ganz, ganz schwierig, in 27-Runden-Rennen hier die Reifen am Leben zu halten. Also da fehlt uns wirklich noch extrem viel. Und ist ja auch klar, wenn ein Ferrari hinter dir herumfährt, ist Yuki jetzt eigentlich auch noch, ja, na sicher, ist Yuki noch weiter vorne? Oder, nein, Alpine ist da vorne. Das kannst du keinen erzählen, Mann. Alpine, meine einfachen, direkten Konkurrenten und die holen da heute fett Punkte. Charles Leclerc ist hinter mir und der preschert ordentlich an hier. Nur nicht zu früh einlenken. Wir gehen aus der Kurve raus, ab in Tabak rein. Sollte alles funktionieren, Lando Norris gewinnt, GG. Ja, 8 Sekunden ist Daniel Ricciardo weg, also das ist auch mal gegessen. 7 Sekunden Lewis Hamilton, also das ist wirklich, da haben wir nochmal ordentlich Zeit verloren. Auch gegen Albon, der hat 3 Sekunden aufholen können. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, die letzten 2-3 Runden, die waren wirklich einfach nur noch ein Herumrutsche und da bin ich mir vorgekommen, wenn ich auf Eis fahren würde. Das Rennen beenden wir und das auf dem 8. Platz. Das gibt 4 wichtige Punkte in der Weltmeisterschaft. Und gerade hier in Monaco ist es ganz, ganz cool, weil auch nicht die ganzen Top-Teams punkten konnten. Also da können wir ein bisschen was aufholen. Sergio Perez ist Drive of the Day geworden. Und da ist er! Lando Norris überquert die Ziellinie und holt sich den Sieg. Und das sind jetzt 2 Siege in Folge. Das könnte der Beginn von etwas ganz Besonderem sein. Aber warten wir noch ein wenig ab. Es ist noch ein langer Weg. Die Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest. Es war ein fantastisches Rennen für das Team von McLaren. Das steht fest. Und sie werden heute Abend mit Sicherheit eine ordentliche Party feiern. Jetzt wird es noch einmal interessant und Pierre Gasly wird Vierter, natürlich. Ach du Kacke, Mann. Pierre Gasly wird einfach Vierter. Guck dich mal die Weltmeisterschaft an. Der springt jetzt einfach auf den 10. Platz nach oben. Und natürlich wird auch Alpine dementsprechend in der Konstrukteurs-WM. Natürlich, die sind jetzt auf und davon. Trotzdem war es ein gelungenes Wochenende für uns. Wir können immer noch hier sagen, ich habe hier den Bottas besiegt in der Rivalität. Das ist ja schon mal ganz, ganz wichtig.
Und ich freue mich auch generell auf die nächsten Rennen. Ich hoffe, ihr seid auch dabei und wir springen hier eineinhalb Runden durch, sind mittlerweile im 10. Level angekommen. Bedeutet das, dass wir wieder ein Auto bekommen? Ich weiß nicht genau. Also, dass wir wieder ein Spons bekommen, kann gut möglich sein. 93.000 gibt es drauf, 5.000. Ja, ich denke mal, das war irgendwie Frontflügel. Also dieser ein oder andere Ditcher, das hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Wir erneuern einen Sponsor und ich würde mal sagen, das könnten wir uns jetzt, ja genau, den nehmen wir uns hier. Ganz, ganz easy. Den nehmen wir uns hier, mal gucken. Ja, die Teile sind noch okay. Das nächste Mal geht es dann nach Kanada oder Spanien. Ich weiß nicht genau. Jetzt ein bisschen Kohle ausgeben, 8 Millionen. Da jetzt mal in Aerodynamik, Chassis ist auch was drinnen. Personal, ja, scheiß auf das hier. Jetzt habe ich die Pit Crew gekauft und ich hoffe, dass diese Probleme endlich mal nachlassen. Weil das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich, dass man hier wirklich so extrem, ja, viele Positionen und Punkte nur wegen der Box verliert. Und da gibt es heute wirklich viele Upgrades. Ich hoffe, dass das auch mal was bringt und ich hoffe, dass das Video euch heute gefallen hat. Für heute soll es das auch mal gewesen sein. Und ich freue mich auch extrem, wenn es dann morgen und übermorgen weitergeht. Am Wochenende kommt natürlich auch wieder viel Stuff online rund um den Belgien Grand Prix. Also schaut auch gerne auf TikTok und auf Instagram vorbei. Links war alle unten in der Bio und ja, tatsächlich Kanada steht an. Ich freue mich, bin hoffentlich seid ihr auch wieder dabei. Morgen und übermorgen geht es hier weiter. Und bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, für euren Support und wir sehen uns später. Ciao.